Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 3. Ein paar Spinnen erledige ich in der letzten Folge und halt sonst noch Zeug, das hier mitgelaufen ist. Hast du nicht mal was bei dir? Okay, ja gut, der steht im Gift noch drin. War hier nicht noch irgendwas, was wir runter... Nee, noch nicht runtergeschossen hatten. War der Plan. Es runterzuschießen. Können wir das aber auch mal machen? Du hast dich recht gehabt. Mal gucken, was da drin ist. Ein Knüppel. Na gut. Lassen wir das. Gut, dann mal weiter. Na, ich glaube, ich lasse dir, sag ich mal, dass wir ein bisschen was an... Beleuchtung hier unten haben. So, mach das mal, als wir den verkaufen können. Bei Gelegenheit. Es ist nicht zu spät. Careful, I might. Sharp as ever. Genau, die ganzen Rollen nochmal. Ja, bestimmt, du kannst sie ja sowieso nicht lernen als Warlock. Wie sieht's denn jetzt? Ungefähr die Hälfte. Normalen Lederhelm. Oder halt auf Geschicklichkeiten Plus geben. Stiefel brauchen wir jetzt nicht. Ja, das können wir dann gleich wieder abschießen. Ja, ich glaube, der Anschluss ist nicht so das Wahre. Was haben wir im Rucksack? Ein Hörer.
Nehme es mal mit, falls wir irgendwann baden oder so haben. Aber ich glaube, ich schicke es tatsächlich mal direkt ins Lager. Das können wir dann auch mal verkaufen. Da ist der Alchemiebeutel, genau. Obwohl, komm, du kannst ja auch meine mitnehmen. Schaden kannst ja nicht. Cool. Dann können wir hier hochklettern. Was ist denn hier eigentlich noch alles? Ja gut, wer noch... Vielleicht soll ich nicht alles erschießen, dass wir auch hier oben mal rumlaufen können. Das ist... größer als ich dachte hier unten. Ups, ich festhänge. Oh, warte mal. Nee, ich gehe erstmal runter. Und schau mir das mal an. Ein blutiges Tagebuch. Obwohl es ursprünglich ein in Blut geschriebenes Loblied auf Lolth war, ist die rote Schrift im Buch an vielen Stellen verwischt und durch eine andere Handschrift ersetzt worden. Ich erinnere mich an mein Leben und an der Oberfläche mit mehr als nur Bedauern. Ich weine um die Jahrzehnte, die ich in trüber Wirklichkeit vergeudet habe, Weltlichkeit, während meine wahre Königin im Schatten wartete. Selbst mein Name Eliez klingt fremd und falsch auf meiner Zunge. Eine Hochelfe, die von Lolth selbst zu Höherem berufen wurde, meine Drow-Herrscher begreifen es nicht. Aber ich erkenne in allen Visionen, die mir die Spinnenkönigin schickt, den Untergang ihrer Häuser. Wenn der Tag kommt und der namenlose Welpe eines unbedeutenden Hauses die Kehle der Matrone aufschlitzt, werde ich fliehen, werde die Einsamkeit suchen und Lolth mit ganzer Seele verehren. Ich wollte es eigentlich ans Lager schicken. Da. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ja, da hast du recht. Abhandlung, ganz ja. Ist okay. Ah ja. Noch mehr Schriftrollen. Ich gebe die alle mal ab und dann kann ich sie ja notfalls verteilen, wenn es nötig ist. Ein kunstvolles Diagramm ist auf dieses Pergament gezeichnet und stellt eine Art Ritual dar. Ganz unten sind zwei Gestalten, eine Spinne und ein Elf, mit überlappten Kreisen dargestellt. Ein einziges Wort steht darunter, Transzendenz. Gerne. So, hat denn irgendjemand schon besondere Schüchen? Assume nothing. Still alive. Is that progress? Oh, enough waiting. Ja, ich glaube, ich gönne dir die mal. Bitteschön.
glaube, sonst war da nichts Interessantes drin, ne? Nein. Ja, hätte noch einen Schlafsack da. Das zerfledderte Tagebuch noch nicht gelesen, stimmt. Ein Tagebuch voller hastig gezeichneter Diagramme von Spinnen und Zauberruhen. Die Beschriftung ist größtenteils verschlüsselt, abgesehen von beiden Passagen am Ende in zittriger Gemeinsprache verfasst sind. Sie können meine Ergebenheit spüren. Es zieht sie an. Ich höre den Schatten, das Flüstern der dunklen Mutter. Beim Aufwachen habe ich ein in Spinnenseide eingewickeltes Geschenk gefunden. Ein paar Stiefel, sie stammen von der Leiche des Ketzers. Lolz hat ihre Töchter geschickt, um meinen Glauben zu belohnen und mich wissen zu lassen, dass ich am rechten Ort bin. Noch ein Geschenk. Die Leiche eines Drow. Sigillen zieren sein Gesicht. Eine Rachnomant. Er besitzt die Macht, die Gestalt einer Spinne anzunehmen. Das ist eine Nachricht, ein Ruf. Mein Blut trocknet schon auf dem Dolch. Ihr gesegnetes Abbild in meine Haut geritzt. Treffen wir auf die noch? Meine Elfen leben ja relativ lange. Repositioning. Can't give up now. Ah, hier ist noch ein Tagebuch. No, never mind. Die Meister wurden sorgsam verbrannt. Die Seiten, die noch übrig sind, enthalten einen einzigen Satz, der in unterschiedlichen Graden von Erregtheit geschrieben wurde. In ihrer Form finde ich Verzückung, der Zauber ist nicht genug. Mhm. Kann ich hier runter? Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Auf, auf. Ich muss es extra anklicken, dass sie da hochklettert. Ich glaube, ansonsten habe ich auch nichts Wichtiges verpasst, nämlich die Spinnendinger weggeschossen habe. Hm. Ich hätte hier noch ein Spinnenei, aber das glaube ich unten drunter. Irgendwo noch ein totes Goblin-Kind, ne? Mir das was hier oben rumzulaufen. Da wäre ein toter Goblin. Schauen wir mal. Ich kann die Schuhe durchwechseln. Wie viel sind die Dinger eigentlich wert? Ah, 30. Kann man vielleicht noch was mit anfangen, tatsächlich. Rucksack des Lehrlings. Gut, andererseits kommt mir auch irgendwie dann wieder hier rüber. Oh. Wenn Träger im Kampf maximal 5% deiner Lebens... Okay. Kriegst du? Mistenfeuer und ein Tagebuch. Ich möchte klarstellen, dass ich meine Heimat verlassen habe, weil mich der Bund zu meinem Meister dazu gezwungen hat und nicht, weil ich es wollte. Gäbe es den Schwur nicht, wäre ich noch immer zu Hause und würde den Zul'Green dienen.
und nicht Schweinepocken in diesem primitiven Weiler behandeln. Aber Schwur ist Schwur und ich werde ihm dienen, weil es, wie es meine Pflicht ist, bis er mich entlässt. Die früheren Tagebucheinträge sind in feiner und schöner Handschrift verfasst, die immer gröber und breiter wird, je mehr du die Seiten umblätterst. Am Ende steht nur noch ein hastig niedergeschriebener Eintrag. Sie haben es getan. Die Justiziare haben den alten Bastard erwischt, bevor ihn die Zulkiri in die Finger bekam. Jetzt verblutet er und sobald er tot ist, bin ich von meinem Schwur befreit. Ich bringe das Buch der Nekromantie zurück, das er gestohlen hat. Dann werden sie mir vergeben und wissen, dass ich ihnen treu bin. Das Schlüsseljuwel ist sicher verstaut in den Tunneln. Ah, sobald ich es habe, schleiche ich mich in den Keller, schnappe mir, was ich tragen kann und dann geht es nach Hause. Okay, das hast du wohl nicht mehr geschafft. Das geht dann mal ans... Gut, dann hat es sich natürlich gelohnt, hier nochmal runter zu gehen. Das mit dem Necronomicon scheint dann wohl noch eine etwas größere Sache zu werden. Habe ich den Eindruck. Da ist noch ein Rucksack. Gerne. Okay, schauen wir mal, was hier oben ist. Aber sehr schön, gefällt mir. Eine Menge Zeug, was mir noch erkennen und entdecken kann. Und diesmal haben sie alle geschafft. Nett. Sehr gut. Okay, gut, den Eimer kann man auch ganz gut erkennen hier. Alright, what now? Die müssen wir theoretisch einschlagen. Okay. Du bist immun gegen Hiebschaden. Energieschaden wird gehen. Er ist sogar verwundbar. Blade at the ready. Okay. Wie eine Schmiede. Für später. Ich will, glaube ich, tatsächlich erstmal hier die Höhle erkunden. Ja, gut zu wissen. Never wanted the easy path. Ah, gut, nee, das wird auch durch die Schmiede dann gehen, alles klar. Okay, ist okay.
So, diesmal habt ihr es ja alle geschafft. Wie schön. Gut, die Richtung haben wir. An efficient path. All right, what now? If not over, then through. Dann geht's hier mal weiter. Noch nichts Interessantes übersehen? Oh. Unten ist irgendwas Feindliches. Oh. Material. Und Stufe 5. Breathe quiet. Move with care. What path lies before me? Okay, du drehst wieder um. Hast du irgendwas Interessantes? Du bist gegen Giftimmunität immun. Okay, gut. Klingersangriff und Netzwandler. Ja, nett, dass mir die Rüstungsklasse angezeigt wird. Okay, cool. Let's have some fun. Not a sound. Du wirst wahrscheinlich eh dann hier rüber packen. Ja, sollte aber auf jeden Fall treffen. Dann geh da mal drauf. Wir schießen dich dann runter. Dankeschön. So, jetzt lohnt es auf jeden Fall zu ragen. Looten wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Hope your soul is in good hands. Wenn du treffen würdest. Das ist nicht gut. Naja, ich glaube, wir gehen dann mal auf... Dings. Auf Fernkampf erstmal. Du hast Feuerpfeile. Ach so, weil es außerhalb der Reichweite ist. Ich habe da die Feuerpfeile ausgewählt, ne?
Okay. Fast ihr? Ja. Das war jetzt nicht so geplant. Gut, ja, bevor du dich zum Nahkampf abgibst. Mit dem Zerfleischen nochmal versuchen. Ja, ich glaube, das mit dem Vorteil ist schon besser. Dann wärst du auch so gut wie platt. Hm. Ah, vielleicht drei. Ja, mit dem Schaufschlag müsste sich eigentlich erledigen. Wenn es denn trifft. Sehr gut. Ach, du bist aber nicht angegriffen worden, ist, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Raserei ist gleich weg. Nee, du hast aber angegriffen. Okay, dann passt's. Battle favors the fearless. So, das Ding hat ja auch Reichweite bis zum geht nicht mehr. Und dann Feuer frei. Let my enemies fall. Schade. Das könnte jetzt nervig werden. Okay, das tut doch mehr weh, als ich dachte. Alles klar. Du musst hier dringend mal raus. So, da wir jetzt da erstmal nicht runterkommen. Und die Raserei, glaube ich, nur auf Nahkampf gilt. Hauen wir die kleinen Viecher mal platt. Einmal. Zweimal. Das gibt ein hellish Rebuke. Das war leider den Rettungswurf geschafft. Okay, der Kampf läuft jetzt halt nicht so gut im Vergleich zu den anderen. Du musst auf jeden Fall weg. Ihr habt alle Gelegenheitsangriffe, oder? Das wird wahrscheinlich dein Todesurteil sein. Andererseits... Ich zieh mich mal zurück. Let's move. Und die schicken wir direkt wieder nach unten, ne? So, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kannst du Not? Ja, genau, du kannst halt auch einmal. Ich vergesse jedes Mal Hunter's Mark. Aber er braucht aber auch eine Aktion. Oder eine Bonusaktion, ne? Ja. Gut, nächste Runde. Genau, du bist platt. Dann gehen wir auch dich nochmal an. Na gut, ich habe noch zwei, die hebe ich mir lieber für die große aus. Wenn der Schlag trifft,
Okay, geht nur einmal pro. Okay, alles klar. Schade. Aber in Ordnung. Warte mal, hast du Gift eigentlich? Can you feel death's cold grip? Du hast aber auch keine... keine Aktion mehr, um den Trank zu nehmen. Alles klar, müssen wir nächste Runde machen. Survival is all that matters. Shall we dance? Time to strike. No holding back. Du hast eigentlich gar nicht mehr so viel, das ist eigentlich schon mal ganz cool. Allerdings sind die Chancen relativ gering zu treffen. Achso, weil du vergiftet bist, hast du einen Nachteil, oder wie? Na komm, wir gucken, dass wir die platt kriegen. Andererseits. I know just what to do. Hat leider nicht ganz gereicht. Schade. Finding my way. Stimmt, ihr habt Gelegenheitsangriffe? Wow. Ja, wir hauen erstmal die kleinen platt, dann kann die große nochmal kommen. Das ist okay. Ziehen uns mal hier so ein bisschen zurück. Oder, ja. Hallöchen! So. Du heilst dich jetzt erstmal? Bist du immer noch vergiftet? Ich glaube nicht. Nee, okay. Dann hoffen wir mal, dass das reicht, um die zu erledigen. Gerade so nicht, schade. While they're busy. Time to strike. Gut, bring's zu Ende. Taste my fury. Jetzt kommt der kritische Treffer. Hast du noch? Nee. Ich glaube, ich sollte aber eh danach jetzt mal eine lange Rast machen. Von daher... einmal Tatendrang. Und dann gib ihm. So. Also erstmal eine kurze, dass ihr wieder fit seid. Okay, auch wieder etwas länger. Der Kampf hat sich ein bisschen gezogen, aber wir haben ihn erfolgreich hingekriegt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.